Hallo. Hallo. Oh, ich habe gerade keine Heizung in meiner Wohnung. Oh. Und ja, es ist draußen kalt. Und jetzt ist sie hier in der Wohnung auch kalt. Oh. Ja, kennst du auch Menschen, die ja relativ gut übertreiben können? Ja, und dann natürlich so ein wenig auf das Negative konzentrieren, ne? Dabei vielleicht die Dinge gar nicht so beachten, die ja noch da sind, wo alles noch gut ist. Und ja, du siehst, ich kann einiges noch wieder ablegen, ohne zu frieren. Ja, das ist so was Typisches von uns, dass wir eben unser Augenmerk auf die negativen Seiten legen. Und das Negative ist jetzt eben, und wenn man das dann auch noch fühlt, Kälte fühlt, dann ist das nicht so schön. Und so in meinem Fall, ich bin noch aufgewachsen, wo es früher so die schönen Öfen gab, in einem Zimmer, meist im Wohnzimmer. Wenn man Glück hatte, auch noch in der Küche. Ein Ofen, wo dann vielleicht auch drauf gekocht wurde. Aber Schlafzimmer, Bad, Diele, kalt. Sehr kalt. Und ja, meine Mutter kannte das nicht so unter dem Motto, vorher die Betten anwärmen, bevor man da reingeht, so eine Wärmflasche da reinlegen oder warme Steine. Nee, da kroch man in dieses kalte Bett rein, unter diese dicke Decke. Kennt ihr das? Diese dicken Decken? Oh, und das war schweinekalt. Im Vergleich dazu ist das hier jetzt ein, ja, warmes Bad, was ich habe. Alles richtig schön angenehm. Natürlich im Vergleich zu, wenn die Heizung jetzt ausgetauscht ist, dann ist es natürlich wärmer hier. Und doch, ja, kann ich eben schauen, okay, was habe ich denn für Vorteile? Also ich habe den Vorteil, dass ich schon mal in einer Wohnung wohne, die abgeschlossen ist, wo ich die Fenster auch mal zulassen kann und jetzt nicht die Kälte die ganze Zeit hier durchströmt. Ja, also ich bin dafür dankbar, dass ich diese Wohnung habe und dass ich eben hier mein Reich habe, wo ich doch unabhängiger bin von den, ja, Dingen, die da draußen passieren, Wind und Wetter und Temperaturen. Da habe ich es doch hier noch angenehm. Und ich konzentriere mich darauf und ich weiß, dass ja die Heizungsleute gleich wiederkommen und gleich weiterarbeiten an der neuen Heizung. Das heißt, da ist schon was in Sicht. Ich kann mich also darauf konzentrieren, dass das bald wieder vorbei ist. Muss jetzt nicht hier da jammern und wupp machen, ne? Sondern ja. Und ja, ich habe genügend Klamotten, die ich noch anziehen kann. Ja? Wenn ich jetzt nur diese Sachen hätte, dann wäre das vielleicht auf Dauer auch nicht so toll. Wenn jetzt vielleicht doch noch ein Teil bei der Heizung fehlt und ich hier 10 Tage hocken muss, dann ja, werde
wirklich anfangen, doch ein bisschen mehr noch wirklich auch in der Wohnung anzuziehen. Ja, und ich kann das. Ich hab das. Hey, super. Und weißt du, was auch toll ist? Der Strom läuft. Ich kann mir warmes Wasser machen. Und ja, im Bad und in der Küche brauche ich einfach nur den Wasserhahn aufdrehen und bekomme warmes Wasser. Wie schön ist das denn? Hast du schon mal irgendwo draußen irgendeine Stelle gesehen, wo du dran drehst und da kommt warmes Wasser raus? Ich noch nicht. Ja, also ich bin wirklich glücklich und dankbar für die Dinge, die ich habe. Und das macht mich dann wieder zufriedener. Und dann, ja, je mehr ich Freude habe und zufriedener bin, desto weniger macht mir jetzt da irgendwelche Kälte was aus. Und ich kann das einfach stabiler ertragen. Ich kann sagen, ja, okay, ist jetzt nicht so warm wie sonst. Ich kann mich auch ein bisschen bewegen in der Wohnung. Ja, und kann etwas für mich tun. Ich habe immer noch die Möglichkeiten. Ich kann mich bewegen. Alles so Sachen, die wir so selbstverständlich nehmen. Und dann ist es das einfach so, immer über die Sachen zu meckern und zu schimpfen, sich aufzuregen, die jetzt gerade mal nicht da sind. Klar, natürlich, wenn das jetzt den ganzen Winter so geht, da wäre ich nicht so glücklich, das ist klar. Nur, ich glaube schon, dass das in ein paar Tagen wieder funktionieren wird, vielleicht sogar heute, weil die sind schon jetzt dann heute den vierten Tag dran. Und von daher, ja, bin ich doch guter Hoffnung, weil sie haben das Neue zusammengebaut, da scheint kein Teil zu fehlen und jetzt müssen sie nur den alten Ofen auseinandernehmen, mussten dann noch jetzt den Schornstein entsprechend präparieren für die neue Heizung, weil dann da ein Rohr eingezogen wird. Und ja, hey, gute Aussichten. Ja, ich muss jetzt nicht schwarz malen. Kann ich natürlich, ich kann alles schwarz malen. Dann sehe ich nur noch schwarz. Okay, aber Black Friday ist ja erst morgen. Also hebe ich mir das für morgen auf. Ne? In diesem Sinne, ja, liebe dich selber und finde die positiven Seiten. Schau ganz bewusst nach positiven Dingen. Das ist wichtig. Das ist eine unserer Aufgaben. Denn der Schutz des Systems, das ist das eine. Das ist ja danke, dass mein System darauf achtet, okay, was könnte für Gefahren sein, aber ich mit meinem Bewusstsein kann jetzt sehen, okay, da ist keine Gefahr großartig. Also kann ich mich jetzt direkt auf die guten Sachen konzentrieren. Und guck mal, ich kann noch immer hier ein Video machen. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, dass du auch ganz viele Dinge entdeckst, die dir noch zur Verfügung stehen, die du noch hast. Und schreib sie gerne einfach mal auf, weil das macht noch mal was mit dir. Oder du sagst es laut vor dich hin, so wie ich das jetzt hier für das Video gemacht habe, dass du ganz bewusst, wenn du den Wasserhahn aufdrehst, sagst, ah, warmes Wasser. Und dann kannst du das ja auch noch fühlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil das verstärkt das nochmal. Dieses gute Gefühl. Ja, warmes Wasser.
Schön. Ja, und in der Lage sind wir hier, die meisten von uns. Zumindest diejenigen, die hier mein Video gucken, die haben all das, was ich auch habe. Ja, gut, vielleicht irgendwelche körperlichen Sachen, die nicht mehr gehen, aber ansonsten eine Wohnung, fließend Wasser, warmes Wasser. Ja, zur Not können Sie sich warmes Wasser machen, indem Sie einfach den Wasserkocher anstellen. Alles da. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bis zum Black Friday.